zweiten Rennen. Alle Pferde drin. Alle wieder draußen. Start zum zweiten Rennen. Preis der Produit Epany SA. Das Feld formiert sich ganz außen, versucht rum auf Touren zu kommen oder beziehungsweise Ivan Dosse versucht rum auf Touren zu bringen. Aber andere sind schneller für den Moment. Da ist Jake Way an der Spitze. Innen lauert dann Alaska Wolf. Ganz außen kam Scotch Club mit René Leiser, dem Rückkehrer. Der bleibt jetzt außen in dritter Spur hängen, weil Xenon etwas schneller ist. Vorne Tim Birgin mit Shake Away. In zweiter Position außen Xenon mit Tonia Bartholdi. An dritter Stelle innen Alaska Wolf, Sally Langhardt. Außen René Leiser rückt jetzt auf mit Scotch Club. Am Schluss des Feldes Trajanus mit Clément Leroux. Noch hinter Chad Road mit Damas Nudge. Dann ist Rumba zur Stelle mit Ivan Donce. Trajanus, der hat heute gar keine Lust, schnell zu laufen, so scheint es jedenfalls. Und dann ist da hinten auch Sorina mit Jenny Langhardt. Vorne aber unverändert die Spitze bei Shake Away. Shake Away mit Xenon, dann Scotch Club, dann folgt Alaska Wolf mit Rumba an viertletzter Stelle des Feldes. Innen ist es Sorina, die auf eine Lücke wartet, und ebenfalls im hintersten Teil des Feldes Chad Road. Die Pferde sind in der falschen Gerade, unverändert Shake Away. Außen versucht Scotch Club Boden gut zu machen, was nicht recht gelingt. Dafür kommt jetzt Xenon, Shake Away, und ganz innen kommt, und zuerst innen und jetzt kommt sie außen, Sorina, die wird immer schneller. Vorne ist unverändert Shake Away mit Xenon. Jetzt kommt Alaska Wolf und außen versucht Sorina anzugreifen. Vorne ist aber jetzt Xenon. Ist der Bann jetzt gebrochen? Und außen kommt Sorina. Sorina wird immer schneller. Sorina. Sorina, ich habe gesehen, Sorina, die gewinnt. Und dann wird es ganz eng mit Alaska Wolf, mit Xenon und ganz innen noch Shake Away, aber Sorina, die hat hier gewonnen mit der Amateurweltmeisterin Jenny Langhardt, die ja ganz, ganz nah in der Region wohnt und die einen Glanzritt hingelegt hat. Die wartete innen auf eine Lücke, ging dann eingangs der Zielgerade, ging die Lücke nicht auf, dann hat sie nach außen genommen und macht am schnellsten fertig mit Sorina. Ein Glanzritt der Amateurweltmeisterin. Was für ein tolles Rennen. Dahinter war es brutal knapp und jetzt hoffen wir einfach mal, dass das Zielfoto,